Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. Natürlich freue ich mich wieder, dass du wieder einschaltest hier und mehr sehen willst, wie wir hier mit unserer Straßenbahn durch die Stadt düsen. Heute ist es mal wieder soweit. Wir schauen uns heute mal wieder die Linie 68 an von unserem lieben Joe, der natürlich hier mega heftig doll am Bastel ist, ob Tag, ob Nacht. Er sitzt wirklich permanent mittlerweile an dieser Karte dran und hier muss man wirklich mal sagen, meinen vollsten Respekt dafür, dass er sich wirklich diese Zeit nimmt, das ganze Ding hier natürlich versucht zu schaukeln, zu machen und zu tun. Es ist nicht selbstverständlich, er verdient damit kein Geld. Er macht das alles aus freien Stücken, er macht das kostenlos für euch. Und da muss man wirklich sagen, er hat da schon so unglaublich viel Zeit investiert, dass man hier einfach mal wirklich sagen muss, fettes Dankeschön, auch für diese Qualität, die ihr hier natürlich hier abliefert. Das muss man einfach mal sagen. Und von daher wollen wir uns heute diese Linie 68 real mal anschauen. Denn das ist die Entwicklerversion, die bereits ja so nur für auserwählte Tester natürlich zur Verfügung steht. Habe ich mich natürlich schon mit dem Joe mal kurz auseinandergesetzt und natürlich mal gefragt, lieber Joe, wie sieht's aus? Dürfen wir die Karte mal zeigen hier im Video? Natürlich haben wir dieses Einverständnis. Deswegen wollen wir uns heute mal anschauen. Das, was ihr so an sich noch nicht gesehen habt, möchte ich euch heute hier in diesem Video natürlich vorstellen. Ich glaube, das Richtershorn ist soweit alles ausgebaut, ist alles soweit fertig und das wollen wir uns heute anschauen natürlich und ja, bin ich gespannt drauf. Ja, hier muss man, wie gesagt, nochmal wirklich, wirklich, wirklich Dankeschön sagen an dem Joe. Ja, und auch Leute, ich weiß, dass es halt immer so ist, dass viele das natürlich das perfekte Ergebnis haben wollen, muss ich hier wirklich mal an der Stelle hier nochmal kurz einwerfen. Ich selbst habe ja nun auch zwei Strecken mittlerweile für Lotus Simulator gebaut und muss wirklich sagen, ich bin zufrieden mit meinen beiden Strecken, obwohl ich sagen muss, ich finde die alte Vipern tatsächlich einen Ticken besser als Straßenbahn Forsthausen, aber das ist meine Geschmackssache. Jeder hat ja irgendwo einen anderen Geschmack und da muss man wirklich sagen, Leute, nehmt nicht alles so hundertprozentig penibel. Das ist, wie gesagt, das ist alles natürlich aus freien Stücken gebaut. Es ist hier alles nicht absolut realistisch und Joe versucht es natürlich so hundertprozentig wie möglich zu machen. Ich weiß es. Er berichtet mir sehr viel von seiner Entwicklung hier mit seiner Karte hier und sowas. Ne, aber man kann natürlich jetzt nicht jedes einzelne Schlagloch jetzt hier mit einberechnen, mit einbeziehen, mit natürlich hier das Ganze hier zu verarbeiten. Es wird irgendwann mal den einen oder anderen geben, der hier aus der Linie 68 oder 62 oder vielleicht auch ganz Köpenick vielleicht irgendwann mal ein DLC entwickelt. Und da kann man natürlich dann darauf achten, dass das alles dann so hundertprozentig ist. Hierbei handelt es sich absolut um ein komplettes Freeware-Projekt, was der Joe hier alleine auf die Beine stellt. Und ich möchte natürlich gerne noch anmerken, bevor es jetzt losgeht gleich, dass der Joe ja Tester sucht, ja, ich werde euch die Website von dem Joe unten in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr euch selbstverständlich gerne bewerben, dass ihr selbst natürlich die Karte testen könnt, nach Ausgeben, so wie ihr das möchtet. Und könnt den Joe natürlich damit unter die Arme greifen, was in puncto Entwicklung angeht, ja, also da sind jetzt nicht nur Sachen jetzt, wie jetzt, ich will sie halt nur mal spielen, sondern er versucht da schon so Informationsquellen zu sammeln, wo müsste wie was gemacht werden, mit Bildern, mit Videos etc. pp. Wenn ihr da Bock habt, wenn ihr wirklich mit teilnehmen wollt an dieses Projekt, an der Linie 68 Real, dann geht auf die Website, bewerbt euch da und dann, ja, kriegt ihr bestimmt eine Antwort von dem lieben Joe. Und damit würde ich sagen, springen wir jetzt in unsere Straßenbahn endlich. Jetzt hat er ja lange genug gequatscht. Würde ich mal sagen, wir starten das Ganze jetzt hier erstmal. Wir spielen das Ganze immer noch in der 64-Bit-Version. Ja, weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Aber aktuell ist ja gerade Lotus ja sowieso, ja. Wir sehen schon mal Vorteile, ne? Wir sehen schon mal parkende Autos, finde ich sehr geil. Ich finde die Autos, die View-App hat in seinem Tram München Addon absolut großartig. Ich habe mir mal jetzt ein Video angeschaut in Blender, wie man so Autos modelliert. Ist, ja, wenn man erfahren ist in Blender, ja, dann ist sowas natürlich schnellstens gemacht. Aber die Qualität, die man hier sieht, ist natürlich doch nochmal ein Ticken ansprechender als wie das von dem Video, was ich da gesehen hatte. Aber naja, gut. So,
Linie 0, 68, 0. Und hier wollen wir natürlich das Ziel haben, was hatte ich gesagt, 33. Irgendwie ist nämlich meine FIS-Datei weg, aus irgendwelchen Gründen auch immer. So, S. Köpenick. Jetzt habe ich hier irgendeine Berlin-FIS genommen, keine Ahnung. War da gewesen, ich habe es jetzt einfach mal genutzt. So, und damit würde ich sagen, los geht's. Sollte, wie gesagt, euch was auffallen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und dann mal berichten. Die Haltestellen, Pause, Zeit für eine Runde Lotus-Minigames, was ist denn los? Geil, das wäre noch nie aufgefallen. Woher kommt denn diese Hütte? Woher kommt denn diese Hütte bitte? Das sieht ja voll edel aus. Schaut mal hier oben, sogar hier hier ist die Maus. Altschmöckwitz, sogar mal richtig mit Bank. Das ist bestimmt ein neues Objekt, was dazugekommen ist. Das sind, glaube ich, die neuen Haltestellenhäuschen, die jetzt in Berlin so mittlerweile auftauchen. Kann das sein, Joe? Ich glaube aber schon, dass es das ist, oder? Aber weil kein normaler Modder würde sich hier einfach diese Lotus United Nations Werbung... wo ist denn meine Maus schon wieder hier hin? Hier diese Lotus Nations Werbung jetzt hier reinklicken. Das kann nur von Lotus kommen, ganz ehrlich. Aber das sieht edel aus. Das sieht schick aus. So, naja. Ihr seht, ich habe immer noch ein gutes Auge für solche Sachen. Aber auch für solche Sachen. Warum ist das bitte schwarz? Das gibt's doch nicht. Habe ich letztens meine Einstellung gezeigt. Das ist echt ärgerlich. Und das halt in der 64-Bit-Version. Ja, das ist... Das ist jetzt natürlich die Frage, passiert das auch in der 32-Bit-Version? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Da sind wir leider übers Ziel hinausgeschossen. Das sind die Container hier. Die sind... Oh, oh, Joe. Was hast du da gemacht? Warum steht da ein Auto auf dem Wasser? Das geht mal gar nicht, ja? Also bitte mach's gleich richtig. Ach, Joe, der kennt mich. Wir machen immer mal solche Späßchen. Aber ein Auto auf dem Wasser ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Ich meine, wenn die jetzt hier hinten... Ne, das war gerade eine optische Täuschung. Wenn da hinten jetzt irgendwas gewesen wäre, weißt du, würde ich jetzt nicht sagen, aber das siehst du sogar, wenn du hier in der Straßenbahn sitzt. Also, warum das hier alles schwarz ist, das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe auch gesehen, dass Objekte wieder verschwunden sind aus dem Steam-Workshop. Vielleicht war es das gewesen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind diese neuen Haltestellenhäuschen ziemlich nice, wirklich. Es ist halt nur die Frage zum Seeblick. Sind die wirklich schon so modern, dass sie diese Haltestellenschilder haben? Nee, das war falsch. Auch das finde ich ziemlich cool hier, muss ich mal ganz ehrlich sagen hier, ne? Zum Seeblick, S68, S. Köpenick und die N68, den S-Bahnhof Adlershof. Ja, das finde ich auch ziemlich cool. Hab ich mir auch schon überlegt, ich hatte leider nie die richtige Reihenfolge. Ich werde davon jetzt einfach mal ein Bild machen und dann habe ich auch die richtige Reihenfolge davon. Auch hier wieder schwarze Schilder. Aber hier auch, ne? Das ist ja auch alles schwarz. Ich habe keine Ahnung. Ach ja. Early Access, sage ich bloß dazu. Early Access.
Hier sind leider immer noch hier diese ganzen Verformungen drin. Wahrscheinlich, aber wenn er das Video sieht, wird er wahrscheinlich schon den Großteil sowieso schon wieder korrigiert haben. Aber wundert mich zum Beispiel auch, dass er hier noch keine Texturen drauf hat. Dass das immer noch diese Standardtexturen sind. Wie diese hier. So. Ja, dadurch, dass meine Maus halt immer überall ist, das ist echt anstrengend. So, ich muss dazu sagen, ich selbst bin das Stück auch noch nicht gefahren. Genau hier, das ist nämlich der Kubus, der ist nämlich auch schwarz. Das hatte ich letztens auf der Karte schon mal gehabt. Hier habe ich immer noch Ruckeln drin. Ne? Da kannst du eine Einstellung haben, was auch immer. Die hatte zum Beispiel noch die komplett anderen Haltestellen drin. Ne? Hat noch nicht alles um. Also das, keine Ahnung, das ist scheint hier. Müsste man jetzt ab und echt mal jetzt mal schauen, ob diese Objekte überhaupt noch drin sind. Warum man sie jetzt praktisch nicht lädt. Oder aber da fehlen die bestimmten 64-Bit-Scripts. Das kann natürlich auch sein. Ja, weil wie gesagt, ich stecke da jetzt in dieser Materie nicht hundertprozentig drin. Das sieht halt einfach nur nicht schön aus. Warum ist mein Pantographen nicht oben? Okay, okay. Er hat wohl keinen Bock. Na denn? Weiß ich Bescheid, Kollege. Wer nicht will, der hat schon. So, okay. Ach, warte mal. So. So, bis hierhin kannten wir eigentlich alles schon in der Regel. Ja, dadurch übersiehst du halt auch relativ schnell die Haltestellen, ne? So. Alles einsteigen, bitte. So. Dann. Voll und viel mal weitermachen. Wie gesagt, jetzt müssten wir jetzt eigentlich zu dieser Kreuzung kommen, wo wir den halt hätten wenden können. Weiß gar nicht. Gab es in der letzten Version noch? Warum das hier alles schwarz ist, das würde mich echt mal brennend interessieren.
Genau, hier ist diese Schapachstraße, wie sie heißt. Genau, und dann sind wir praktisch ein bisschen vorher gefahren, konnte dann halt mit der Straßenbahn wieder zurücksetzen und konnte dann halt praktisch wieder den Weg zurückfahren. Ja, und das ist jetzt natürlich weg, ihr seht's, ne? Es ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir können geradeaus weiterfahren. Und das ist, wie gesagt, jetzt das, was jetzt in der Entwicklerversion jetzt halt aktuell möglich ist, was jetzt aktuell drinsteckt für dem, was er jetzt aktuell hochgeladen hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Tester er hat, aber ich glaube, 3 gelesen zu haben oder 4 irgendwie so in dem Dreh. Ja, also ein paar sind schon. Und wie gesagt, wenn ihr da halt Bock drauf habt, dann bewerbt euch einfach in den unten angegebenen Link. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Das wäre ein Schande über mein Haupt. Denn. So. Schöne Fahrzeuge hier überall. Und wie gesagt, es ist auch mein erstes Mal, dass wir jetzt hier lang fahren. So, oh, ein Bild von. Ja, das hat schon was. Da scheint ein Auto gegen eine Laterne gefahren zu sein. Auch geil. Ja. Deswegen ist die Linie 68 ein absolutes Highlight, ja. Fährt von einer relativen Großstadt in halt in so ein echt abgelegenes Örtchen. So, wie heißt die Haltestelle? Oh, da müssen wir mal gucken. Guck mal, er baut hier sogar die Insel dahin, naja. Cool, jo. Also, da muss man wirklich sagen, Respekt. Eine kleine Parkbänke. Achso, wir sind schon in Richtershorn. Wie gesagt, ich kenne mich erst ab Grünau eigentlich noch ein bisschen genauer aus. Ja, also das ist, ich bin halt, wo ich damals zu meiner Ex gefahren bin, nicht weitergefahren. Ne, das Mauerstück her hier. Ach ne, das ist, gehört zum Gebäude dazu. Ach, das sind diese neuen Gebäude, ne, die dazu gekommen sind. Muss man wirklich mal sagen. Also auch mein Respekt an den Erbauer der Pack of Tschechischen Häuser, also Pack of Czech Houses. So klingt das. Also mein Englisch jetzt ist das Beste. Aber die Qualität von den Häusern, die muss man wirklich sagen, die sind putzig. Hat er natürlich auch gleich verwendet. Warum nicht? Ne? Also, die sehen sehr gut aus, auf jeden Fall von der Qualität. Hier wieder schwarze Container, warum auch immer. Hier ist mir leider die Häuser ein bisschen sehr oft geplatziert hier. Ich meine, stehen relativ weit weg, interessiert keinen. Die Büsche hier hinten, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, ja gut, wir sind hier, ja, okay. Genauso wie wenn ich da hinten irgendeinen Baum setzen würde. Achso, jetzt sehe ich ja meine Maus nicht. Ich da hinten irgendwo einen Baum setzen würde, weißt du? So, aber ist ja jetzt nicht so der Fall. Er benennt sogar die Straße hinten Rohrwallstraße. Ja, das ist ordentliche Arbeit, ne? Also, das ist ein ganz anderes Kaliber als meine Karte, die gefühlt einfach vollgeknallt aussieht, sieht das hier schon mehr realistisch aus hier. Na guck mal, das sind nämlich diese Objekte, die hier von Janine kommen und also von Lotus halt, ne? Diese schwarzen Kubus-Dinger, die kommen halt von einem anderen Modder und die sind schwarz. Also muss es ja irgendwie was damit zu tun haben, dass da irgendwelche
Updates oder Scripts geupdatet werden müssten. Auf jeden Fall müsste man sich das mal jetzt hier mal einfach mal fotografieren, weil das sieht schon echt hübsch aus. So. Ja, so ist ein schönes Bild. Den fahren wir mal noch bis zum Ende. Um mal das Gefühl zu bekommen, ja, wie es weitergeht. Grasgrüne. Also die Haltestelle ist leider ein bisschen zu klein. Joe, da müssen größere. Da kommst du ja nicht mal mit dem GT6 ran, ey. Zwei Türen hier. Ich meine, der KT würde ranpassen, ne? Von BLV. Das wäre jetzt keine Schwierigkeit aktuell. Weil der ist halt nicht so lang, ne? Wie der GT6 und von daher würde es natürlich passen. Was er doch weiter, ne? Wie er gesagt hat. Ich glaube, genau wird es ja dann schon heftig, denn, ne? Also, da kommen wir denn, oh, fangen so langsam diese Häuserschluchten denn an. Ja. Damit haben wir unser Ziel erreicht hier. Das war's. Ja, also jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen, was jetzt aktuell in der Entwicklerversion jetzt hier zur Zeit vorhanden ist. Sobald, ja, ich denke mal, Grünau drin sein wird, bekommen natürlich alle denn halt dieses Update. Das sind alle natürlich, dann müssen nach Grünau fahren können. Und dann, ja, hat er ja gesagt, will er noch ein bisschen... Ja, ich bin aufs Lenkrad gekommen. Ja. Passiert. Hat er ja noch nicht großartig zu geäußert, ob er den weiterbaut oder nicht, aber er ist jetzt nicht mehr so auf den Trip mit. Nein, er baut nicht weiter, sondern ja, er schaut mal, wie man es machen könnte, ne? Und wie man das Ganze halt managt, ja. Ich habe gesagt gehabt, also ich werde wahrscheinlich Straßenbahn Forsthausen nicht mehr weiterbauen. In Köpenick tatsächlich wird Schluss sein. Weil, wie gesagt, halt schon relativ viele halt an Köpenick bauen und es würde halt daher relativ wenig Sinn machen, da mich jetzt noch einzumischen, weil, wie gesagt, meine Karte ist halt sehr fiktiv, also ist fiktiv nachgebaut halt. Nachgebaut in dem Sinne, weil sie ja halt tatsächlich ja so diese wichtigen Punkte halt trotzdem markiert, aber trotzdem halt mit der Streckenlänge nichts zu tun hat und alles sowas. Also von daher stufe ich sie als fiktiv ein. Und ich mit der Karte mich auch nicht mehr so hundertprozentig identifizieren kann. Das war mein erster Schritt gewesen halt in der Straßenbahn Forsthausen, was mir bei der alten Waldbahn mit der ganzen Information, die ich schon gesammelt hatte in der Zeit mit Straßenbahn Forsthausen praktisch jetzt alles perfekt natürlich in die alte Waldbahn einsetzen kann. Und daher jetzt überlege, vielleicht eventuell die alte Waldbahn da zu modifizieren.
Und genau so ist es jetzt auch gerade aktuell bei dem Joe, wo er dann zum Beispiel auch sagt, ja, er ist nicht hundertprozentig sicher, aber er wäre jetzt auch nicht abgeneigt. Also er sagt jetzt nicht komplett nein, sondern er schaut jetzt nochmal, was jetzt so die Wochen, Monate so mit sich bringen. Ja, wie kommt natürlich Grünau an und kann man da in der Richtung was machen? Ich meine, es ist auch bis jetzt Grünau, ist jetzt noch ordentlich viel Arbeit drin. Also das ist jetzt nicht abgetan mit ein paar Stunden jetzt noch. Es ist nirgendwo Oberleitung drin. Es sind auch relativ viele kahle Flächen. Ich meine, wenn man sich das... Klar, Wasser kann es nichts machen. Aber hier siehst du ja trotzdem noch, ne? Also die ganze das Gras hier, vielleicht noch ein paar Büsche hin, ein paar mehr Bäume, damit das irgendwie gefühlt realistischer rüberkommt. Weil es ist ja nun mal ein Wald, glaube, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja kein Brachland oder sowas. Also da wäre noch auf jeden Fall drin. Und schon alleine, wie gesagt, das ganze Oberleitung setzen auf schon relativ weiten Stück jetzt hier. Ja, das kann schon natürlich ein bisschen Zeit kosten. Also das wird noch eine ganze Weile hier dauern. Es gibt auch noch keinen Veröffentlichungstermin, wann das Ganze jetzt rauskommen soll. Wie gesagt, er macht das jetzt alles hier relativ ruhig mit seiner kleinen Gruppe da, die er jetzt da zusammengesammelt hat, um natürlich das Bestmögliche jetzt aus der Karte noch rauszuholen, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe. Und wie gesagt, ihr habt trotzdem die Möglichkeit, euch für diese Karte natürlich zu bewerben, um natürlich den Joe da unter die Arme zu greifen, um etwaige Fehler oder sonstiges halt zu identifizieren und auszumerzen. Soweit war es das heute von der Linie 68. Oh, sind wir ja doch noch schon schöne Stücke hier weitergekommen hier, würde ich sagen, lieber Joe. Hoffe, dir hat das Video natürlich gefallen, wie immer halt. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch Fehler aufgefallen sind, schreibt das hier in die Kommentare halt. Und sonst Verbesserungsvorschläge, Danksagung, Lobsagung halt an den Ersteller der Karte, dann nutzt natürlich auch hier die Kommentarfunktion. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video hier wiedersehen, wenn es weitergeht mit dem Lotto-Simulator. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!